Frau Matuschek, ich habe Ihnen den Kühlbeutel auf die Brustwirbelsäule getan. Ist das in Ordnung? Ich halte Sie gut fest, bleiben Sie schön sitzen und wir kühlen noch ein bisschen. Oh, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Was machst du denn schon hier? Dich hätte ich ja gar nicht hier erwartet. Ich kühle ein wenig, weil ich glaube oder festgestellt habe, dass ihr das sehr gut tut. Sie hat immer starke Schmerzen. Und die Kühlung, wenn wir die vorher, bevor ich sie mobilisiere, drauflege, dann geht es ihr damit doch eine ganze Ecke besser. Ja, gehört habe ich schon mal. Ich kann dir gerne ein bisschen was dazu erzählen. Gerne. Ja, ich wende seit 2 Wochen ungefähr Kühlanwendung, Kälteanwendung vor der Mobilisation an. Und ich habe den Eindruck, dass die Patientin dadurch deutlich führbarer, entspannter und belastbarer ist und es ihr dadurch besser geht. Und ich vermute, dass sich dabei eine Negativentwicklung abzeichnet. Wow, da hast du mir echt gute Eindrücke vermittelt. Das hätte ich gar nicht vermutet. Das alles ist auch dokumentiert. Hat sie vielleicht Schmerzen? Habt ihr es auch schon einmal mit den verschiedenen Serial Trial Interventionen probiert? Was sind Serial Trial Interventionen? Darunter werden alternative Möglichkeiten im alltäglichen Umgang mit Schmerzen, unter anderem bei Demenz, verstanden. Konkrete Angebote können sein, die Bewegung mit Alltagsbezug und Spielen, die gezielte Teilmassage oder Wärme- und Kälteanwendungen, je nachdem, was angenehmer ist. Die Ablenkung durch Gruppenaktivitäten und Gespräche und Kontakte zu Angehörigen und Vertrauenspersonen. Abschließend kann auch beruhigende Lichtreiz- oder Musiktherapie mit einem mobilen Einsatzwagen oder in einem separaten Raum angesprochen werden. In der Pflege wenden wir schon alternative Pflegemethoden an, besonders bei Schmerzen bei dementen Patienten. Also gestern zum Beispiel hat die Chanti, unsere Pflegeschülerin, ich weiß nicht, die kennst du bestimmt, Musik bei einer Bewohnerin angemacht und siehe da, die war echt ruhiger geworden. Hätte ich nicht vermutet. Vielleicht sollten wir Frau Matuschek gemeinsam mobilisieren. Was hältst du davon? Hallo Frau Matuschek, da sind wir wieder. Wir holen Sie jetzt mal aus dem Bett und mobilisieren Sie, ja? Und dann drehen wir sie gemeinsam mal auf den Rücken, Frau Matuschek. Alles gut, ganz langsam. So, und dann drehen wir weiter über die Seite an die Bettkante. Jawohl, wir begleiten Sie, keine Angst. Weiter zurückgehen, bis der Sofa an den Beinen ist. Stopp, wir müssen mal die Bremsen ziehen. Sie legen Ihre Hände bitte nochmal auf den Rollator nach unten, die andere Hand auf. Langsam runtergehen. Beugen und setzen. Sie haben es geschafft. Jawohl. So, ich nehme den Rollator mal aus dem Weg. So, Frau Matuschek. Jetzt gibt es noch ein kleines Kissen in den Rücken, damit es bequemer wird. Alles in Ordnung? Das war echt gut jetzt. Hast du die nächsten Tage Zeit, bei einer Teambesprechung bei uns teilzunehmen? Ich habe heute richtig viel zu tun, aber ihr ja wahrscheinlich auch. Ich guck mal, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das gemeinsam machen, dass wir gemeinsam darüber sprechen und schauen wir mal gemeinsam, wo wir einen Termin finden können. Die Pflegefachperson erscheint überrascht über die positive Wirkung der Vorabanwendung auf die Bewegungsabläufe von Frau Matuschek. Beide werden sich im Team zu den alternativen Möglichkeiten der Schmerzreduzierung austauschen. Die Zusammenarbeit mit der Physiotherapie wird als zentral und wichtig erkannt und mit der Pflegedienstleitung wird die Notwendigkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit kommuniziert. Bei der Übergabe wird sich über die Frau Matuschek ausgetauscht. Die betreuende Pflegefachperson stellt ihre widersprüchlichen Beobachtungen dar. So, dann kommen wir mal zu Frau Matuschek. Ich kenne Sie ja jetzt nun schon eine ganze Weile. Und irgendwie passen meine Beobachtungen und Ihre Angaben nicht zusammen. Ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend, sie wirkt abwesend, isst und trinkt wenig, schläft unruhig und wenig. Untypisch für Sie. Und auch die angepasste Bedarfsmedikation, die schon 4 Tage läuft, das passt alles nicht. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Welche Beobachtungen habt ihr gemacht? Also ich kenne Sie gar nicht näher, weil ich immer im anderen Bereich zuständig war. Aber ich weiß, dass sie insgesamt wenig aktiv ist und hier dem Alter entsprechend versorgt wird. Nun ja, ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit, mir ihre Dokumentation genau anzugucken. Es war einfach viel zu viel zu tun. Also vorhin habe ich auch einmal mit dem Sohn von Frau Matuschek telefoniert. Er hat mir eben auch berichtet, dass er sehr besorgt ist um seine Mutter, da sie ihn gar nicht mehr erkennt und vom Wesen aus sehr verändert ist und sehr in sich gekehrt. Ja, das hat er mir vorhin auch erzählt. Ich denke, wir sollten unbedingt... Was druckst du da? Ich
hatte im Expertenstandard nach Assessment-Instrumenten bei Demenz geschaut und habe uns dann mal kurz was ausgedruckt, weil ich dachte, das hilft uns vielleicht. Gut, auf die Idee wäre ich selbst nicht gekommen. Wir haben ja hier im Schrank den Hausstandard dafür. Ja, das habe ich im Studium gelernt und ich muss sagen, das gibt mir einfach Sicherheit und ich habe was, woran ich mich halten kann auf den ganzen verschiedenen Stationen, auf denen ich arbeite. Also ich finde das echt klasse, müssten wir viel öfter machen. Dann lass uns doch gleich die Ausdrucke anschauen und sehen, welches Instrument bei Frau Matuszek angemessen ist. Kommst du bitte nochmal rum? Was meint ihr? Welches favorisiert ihr? Also ich finde das BISAT hier ganz passend. Du hast ja gesagt, du kennst sie schon länger und sie ist jetzt so anders vom Verhalten. Ich könnte das jetzt nicht so gut einschätzen, aber wenn du das machen würdest, würde das bestimmt passen. Also ich bin ja eher für den BESD, da wir ja auch ohne die Bewohner zu kennen die Instrumente einsetzen sollen. Die Beurteilung soll ja sowieso zu zweit stattfinden. Dann hätte man die bestehende Dokumentation und könnte parallel Frau Matuszek beobachten. Tja, ich stimme eindeutig dir zu. Das steht 2-1 für die BESD. Dann könnte ich das heute gleich mit der Physiotherapie noch umsetzen. Die Kollegin recherchiert anhand des Expertenstandards nach möglichen Fremdassessment-Instrumenten bei Demenz. Darunter sind standardisierte, wissenschaftlich basierte Instrumente zu verstehen. Sie sind von praktischer Bedeutung, da sie eine Grundlage für dein pflegefachliches Handeln darstellen. Die drei Kolleginnen haben sich für das BESD-Instrument entschieden. Damit ist eine objektive Schmerzeinschätzung bei Menschen mit Demenz anhand der Verhaltensbeobachtung ohne eine nähere Personenbeziehung möglich. Ganz langsam, Schritt für Schritt, Frau Matuszek. Immer die Füße vorne weg, jawohl. Kann nicht mehr. Doch, Sie schaffen das. Also gut, dass wir das gemacht haben. Mir sind komische Sachen dabei rausgekommen. Ja, das gefällt mir auch gar nicht. Was hast du hier beobachtet? Während Frau Matuszek mobilisiert wird, beobachtet die Pflegefachperson die Situation und bewertet Frau Matuszeks Verhalten anhand des BESD-Bogens. Der BESD-Bogen zeigt ein überraschendes Ergebnis. Frau Matuszek scheint starke Schmerzen zu haben anhand des Ergebnisses. Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung auch. Wie viele Punkte sind denn zusammengekommen? 8 von 10 Punkten. Boah, das ist ein hohes Ergebnis. Sehr hoch. Dass wir das nicht erkannt haben ohne den Bogen. Oh, das ist aber hoch. Was machst du denn jetzt mit dem Ergebnis? Ich werde die Bedarfsmedikation anpassen und den Hausarzt kontaktieren. Was hältst du davon, wenn wir in der nächsten Zeit öfter zusammenarbeiten? Dann profitieren alle von unseren abgestimmten Handlungen. Das hört sich logisch an, regelrecht innovativ. Ich spreche nur mit meiner Teamleitung, dass eure PDL mit ihr Kontakt aufnehmen wird und dass ich dann zukünftig an eurer Teamsitzung teilnehmen kann. Na denn, mach's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was folgt daraus? Die verschiedenen Professionen können bedarfsgerecht und zeitnah handeln und eine angepasste und bedarfsgerechte Versorgung ermöglichen. Die Situation kann stabilisiert werden. Die interprofessionelle Wahrnehmung wirkt positiv aufgrund von Fachkompetenz, Selbstständigkeit, Recherchefähigkeit, gemeinsamen Entscheidungen und eines lösungsorientierten sachlichen Austauschs auf Augenhöhe. Deine eigene Wahrnehmung deiner Fachlichkeit wirkt positiv aufgrund von deinem selbstwirksamen Handeln, deiner gesteigerten Motivation sowie dem selbstständigen Einschätzen, Planen und Entscheiden im Team. Dadurch kannst du der Situation professionell und kontrolliert begegnen.